Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Portia. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist das? Was macht das in unserem Haus? Ich weiß es nicht. Wir quatschen es gleich an. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte schon eine Aufnahme gestartet. Deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil wir unseren Tisch hier fertig haben. Ich habe einen Baum gefällt. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Bisschen blöd. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber so ist das halt jetzt. Und ja, wir haben eine Ausdauer. Ja? Also ja, Ausdauer, ne, ist bei 1. Das heißt, wir können jetzt aktuell auch nichts mehr weitermachen. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Aber vorher reden wir mal mit dem hier. Was ist das? Schnorr, schnorr. Streichen? Ist das unser Haustier? Oh, das ist ja süß. Ich hatte jetzt hier Hunger. Was ist das hier? Baumhas? Versteckt sich gerne eine Raupe? Oh, ich glaube, er mag Raupen. Magst du... Ah, jetzt kann ich ihn nicht mehr beschenken. Interagieren. Ich umarme ihn nochmal. Oh. Ist das schön. So. Ja, vielleicht wird das ja mal ein Freund. Ich gehe jetzt schlafen. Denn er ist müde. Was? Schon Tag 3? So. This house is so worn. I need to fix it, or I won't be getting a good night's sleep. Na, ich verstehe schon. Hä? Wo ist das Tier hin? Ich hoffe, es mag mich noch. Es war bestimmt sowas wie eine Maus, weil wir ein Loch im Boden haben. Da ist es. Hi. Guck mal, ich habe noch so ein Ding. Du hast doch bestimmt Hunger. Ah, wir sehen uns. Aber nicht so weit weglaufen, gell? So, jetzt zeige ich euch, wie das mit dem Baumhacken funktioniert. Einfach hier so, zack. 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 Boom. Zack, 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 boom. Also total easy, voll geil gemacht. Jetzt kann man das letzte Loch schließen. Damit dein Auge zumachen kann. So. Ja. All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Das freut mich. Das sieht ja auch schon viel, viel schöner aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den Bresley finden. Oh, was haben wir denn hier? Eine neue Post vom Rathaus. Hallo, neuer Handwerker. Wir möchten dich daran erinnern, dass es in Portia zurzeit 2 autorisierte Ruinen gibt, in die du tauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 unter der Kirche des Lichts und eine gefahrvolle Ruine im zerfallenen Ödland östlich der Stadt. Zu deiner eigenen Sicherheit sind alle anderen Ruinen zurzeit nicht zugänglich. Dankeschön! Okay. Ah, da sind wieder Äste gespawnt. Sehr schön. Oh. Wer zuerst im Rathaus ist! Du spielst ja gar nicht mit. So, gehen wir da mal rein. So, wo ist Presley? Anatomie. Wo ist Presley? Der Sack. Der schläft noch. Oh, neue Handelsaufgaben. Ich brauche 3 kleine Stuhl. Aha, ich sind mal Golds. Das ist, ja. Das ist wahrscheinlich die Währung. Gold ist natürlich interessant, weil warum schreibt man nicht einfach Gold? Sag mal hier, wir brauchen 4 Talismänner. vier Steinziegel. Stühle könnte ich bauen. Vielleicht. Nur ein Register. Ach so, okay. Ja, gut. So, wo ist Presley? Wo ist... Hi there. I know who you are. I'm Antoine.
We'll probably be seeing each other a lot. Das glaube ich auch. Komm, lass uns schnick, schnack, schnuck spielen. Ha! Easy! So, geh nach Hause. Okay, Antonio spielt sehr gerne schnick, schnack, schnuck. So, wo ist Presley? Anna, wer bist du denn? Warte mal. Die Nora. Oh, hi there. Hallo. Are you new here? Aha. I'm Nora. Die Missionarin. Sie steht aber aufrecht. Verstehe ich jetzt nicht. Komm, lass uns Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Warum fangen eigentlich immer alle an? Was ist da los? Ich mit Schere an. Blödes Spiel, sagt sie. Sehr schön. Was ist mit denen los? Komm, lass mal hinterher rennen. Oh, die fallen ja gleich runter. Keine Ahnung, ich glaube, die rennen einfach so hier rum. Oh, wer bist denn du? Du bist Isaac. Was macht er denn da? Der spielt irgendwas. So, aber eigentlich wollte ich mit Presley reden. Kann ich diesen Baum hier fällen? Da kommt er! Den kann man gar nicht übersehen. Great job! This is your builder light. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which, you can start taking regular commissions. Come back and talk with me at... Ich hab'n Orden! Ich hab'n Orden! Wo muss ich jetzt hin? Oh, guck mal, da ist immer meine Frau in Spee. Hey, Emilia! Emily! Guck mal! Schau mal, was ich habe. Neighbor, do you have a minute? I've been meaning to talk to you. Okay. I just got a new craft recipe all the way from Highwind. It's a box that can be used to cultivate crops. People in Highwind have been using it for a while now, and supposedly it's great. Can you build it and test it out for me? If it works as advertised, I'll order a few more off of you. How? Klar. Wo kann sie jetzt plötzlich nicht mehr reden? Das ist ja komisch, jetzt muss ich ja lesen. Guck mal, ich habe einen Orden. Na gut. So, wo ist der Bürgermeister? Hier, oder? Rathaus. Okay. Wo ist der Bürgermeister? Guck mal, was ich habe. Der Galle. Boah, da kommt mir die Galle hoch. Welcome, welcome. You must be the new builder. I'm Gale, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? X-Farm. Nee, warte mal. Happy... Flower... Farm. Oh, schade. Machen wir mal Flower. Nee, machen wir nicht. Happy. Happy. Nennen wir sie Happy Farm. So. Die Happy Farm. Nice name. There. Your registration is complete. Thank you. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Ja, kein Problem. Hey, spielst du auch gerne Schnick, Schnack, Schnuck? Komm, lass uns Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Warte, pass auf. Ich vermute, du machst Schere. Ich sehe es nicht mal, aber scheinbar hat er Schere gemacht. Mach's wieder Schere. Pass auf. Jetzt machst du Papier.
Wie einfach. Okay, gut. So, bis später, ne? Ich nehme meinen Orden wieder mit, ja? Klasse. Ich glaube, alle spielen so. Warte mal, hier ist Alu. Komm mal her. Hallo, Alu. Schau mal, meinen Orden. Oh. When searching the hazardous ruins, keep your wits. Remember. Schade. Aber mein Orden ist gut, ne? Schade. Ich dachte, der will mit. Ich dachte, alle können. Ja, gut. Ich bin besser als Jesus. Ich bin Chuck Norris. Ich kann auf dem Wasser laufen. Ja, scheinbar wollen nicht alle Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Das ist auch okay, ne? Muss man ja nicht. Was? Schon Mittag? Das ist ja der Wahnsinn. So. Der wollte ja immer einen Stühle, ne? Wurde Ball. Pflanzen, Registrierung. Achso. Achso, nee, die Quest haben wir ja noch gar nicht. Müssen ja die Registrierung noch zeigen. Ach, wie stolz ich sie hier rumtrage. Ach, ist das herrlich. Schau mal. Ich habe eine Registrierung. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Ich bin workshop owner. Sehr schön. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board over there. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. Uh-huh. There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Mm-hmm. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins! You already took one today! There are never too many commissions! Good day! That runt! He's the owner of the current number one workshop! Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez. I got a job for you. Or not. What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. So the mayor finally put up the money. Well, young here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you'll need to go to the designated spot and assemble the bridge. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in... Oops, wir waren noch gar nicht fertig. Okay, und was sagt zu meinem Orden? Hier. 3 kleiner Stuhl. Das Problem ist... Steinziegel. Toll ist man... Das können wir doch noch gar nicht bauen. 3 kleiner Stuhl. Ich habe nirgendwo was gesehen, dass wir kleiner Stuhl bauen können. Was ist das denn überhaupt? Ein Buch. Kleiner Stuhl, ne?
das könnte der Holzstuhl sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, okay, also. Wir haben ja sowieso noch die jetzt diese Brückenmission erstmal, ne? So, ich bin so stolz auf meine Orden. Hallo, Emily. Okay, Brückenkopf platzieren. Brückenkopf. Okay. Hier, kleiner Stuhl. Ah, schau. Aber da brauchen wir Nutzfell irgendwie. Okay. Stehe. Und hier. Schauen wir mal. Da. Hölzner Brückenkörper. Hölzner Brückenkopf. Oder brauchen wir ja Kupferrohr und so. Das geht ja gleich richtig los. Wahnsinn. Okay. Packen wir mal jetzt unseren Orden weg. Ja, wir hatten jetzt auch mal ein paar Level up, ne? Vielleicht können wir ja mal hier. Skills, Kampf, Intensivieren. Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nicht mehr. Erhalt Erfahrung um 5% erhöht. Das ist immer gut, wenn man das gleich am Anfang macht. Verbrauch vom Durchhaltevermögen beim Ausweichen. Rolle verringert sich um 3%. Verbrauch Durchhaltevermögen Schritten. Beim Einsatz der Axt Ausdauer kostet 25% reduziert. Boah, das ist natürlich auch nice. Blumendritten und Erntaktivität haben eine Chance auf 6% doppelter Beute. Wir machen. Wo sehe ich denn, wie viele Skills. 2 Skillpunkte habe ich. Okay. Oh, die zwei Sachen. Na, weil Skill, Axt, weniger Ausdauerverbrauch für bei Axt-Dings ist nicht schlecht. Das kannst du schon sehen lassen. Okay. Also wir brauchen jetzt irgendwie Erz oder so. Nur die Frage, wo wir mal was abbauen können, ne? Na, wer ist denn das da? Der Toddy? Hallo, Toddy? Können wir... Ach, wir können nicht schwimmen! Also, wir müssen wirklich diese Brücke erst bauen. Hier können wir nichts abbauen, oder? Sieht nicht so aus. Da liegen so Steinklötzfelsen, ne? Da. Vielleicht kann man da was abbauen. Brauche bessere Spitzhacke. Ja, wunderbar. Was habe ich eine Spitzhacke, wenn ich mit der Spitzhacke nichts machen kann? Müssen wir mal gucken. Also da steht, die haben ja auch irgendwas gesagt unter der Kirche. Die Polly, die ist ja auch putzig. Hallo Polly. Are you the new builder? I'm Polly. It's nice to see other people try to bring about the telesis of this world. Or at least that's what the mayor likes to say. Wollen wir spielen? Pass auf, du machst bestimmt Schere. Was? Du machst Stein? Oh oh. Nein! Die gewinnt! Oh, die ist gut! Na gut, herzlichen Glückwunsch. So, wo ist die Kirche? Kirche ist meistens das, wo eine Uhr dran ist, oder? Das ist eine Schule. So, so.
Apropos ein Fahrrad. Können wir Fahrrad fahren? Schade. Apartments. Café. Aber ich finde, es ist bewölkt. Ja, das verstehe ich schon. Aber ich finde, dafür, dass es bewölkt ist, ist es viel zu dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo die Kirche ist. Hey there, first time ruin diving? Yep. Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee, but we'll give you a 60% discount the first time. When you enter, I'll give you the jetpack and scanner, very handy ancient relics. Mine info resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, we'll need them back, since they're very rare. This one beside me is an abandoned ruin. No monsters or robots in there, just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep, unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. Okay, I'm done. Have fun and be safe in there. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hab ich zu viel? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns da drin erwartet. Okay, also wir haben da jetzt eine Mine. Alles klar, das ist ja auch in Ordnung. Und dafür müssen wir jetzt Geld zahlen. Und da finden wir jetzt Rohstoffe. Und wir bekommen irgendwie so Zeug, wodurch unsere Handwerksfähigkeit sozusagen verbessert wird. Okay. Dann schauen wir mal. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So. Richte das Gitternetz auf Position aus, an der du graben möchtest. Drücke mit der linken Maus zum Angriff zu graben. Okay. Ich mal irgendwo runterfallen, sehr praktisch. Ah. Oh, ich habe nicht mehr genug Platz im Inventar. Wie praktisch. Eine Reihe des Inventars freischalten kostet 400 Gold. Sehr gut. Ja. Wundervoll. Gut, so Pflanzen, ne, die finden wir wieder. Das ist eigentlich kein Problem.
Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt hier drin rumgraben? Bleibt das dann so kaputt alles oder resettet sich wahrscheinlich wieder? Sehr geil. Und noch ein Level Up, jawohl. Und müde. Aber gut. Wir haben jetzt ganz schnell Beute mitgenommen. Also erwischt hier. Das ist eigentlich ganz gut gegangen. Das passt soweit. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kupfer, um ja, diese Kupferrohre dann herzustellen. Ja. Wundervoll. Wir bräuchten mal so eine Kiste, oder? Das wäre mal was. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie sowas wie eine Kiste bauen können. Hier eine Holzkiste. 20 Holz brauchen wir, haben wir jetzt leider nicht. Aber das wäre etwas, was wir machen können. Vielleicht finden wir ja schnell ein Holzstück hier irgendwo rumliegen. Da oben. Nee, ist eine Pflanze, verdammt. Da! Was? Ich brauche Ausdauer, um Holz aufzusammeln. Sonst geht's noch. Na gut. Hilft nix. Schlafen gehen. Da steht jetzt sogar Happy Farm. Habt ihr das gesehen? Joko! Jojo! Hey, na? Alles gut? So, warte mal. Ich guck mal, ob ich was zu essen für dich habe. Nee, ich habe nicht. Was? Schnott, schnott. Na gut, ich gehe jetzt schlafen, ja? Okay. Gut, dass unser Charakter niemals essen muss. Ja, liebe Leute, wir sind eh am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Like da lasst, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Da werden wir wahrscheinlich dann die Brückenteile fertig kriegen, damit wir auf die andere Seite können. Und dann können wir wahrscheinlich kämpfen. Das erste Mal. Also müssen wir kämpfen wahrscheinlich. Ja, bis dann.